Sonst den können sie auch haben, wenn sie will. Da ist noch einer. Ich brauche meine nicht mehr. Da ist noch einer. Gut, ich werde einfach mal langsam beginnen. Ja, sonst den können Sie auch verwenden. Ich glaube, es sollte sich ausgehen. Gut, ja, auch ich bin gebeten. Okay. Auch ich bin gebeten worden, eine kleine Präsentation zu halten. Vielleicht ganz kurz zu mir. Der Name steht nicht einmal hier auf der Folie, habe ich vergessen. Thomas Peterseil, ich bin im APS-Bereich tätig, bin ein Informatiklehrer unter anderem. Und ja, ich habe die nette, ehrenvolle Aufgabe, Ihnen ein wenig etwas zu erzählen zum Thema Flipped Classroom. Ganz kurz eine Frage an die Runde. Ich sehe ganz viele Gesichter, die ich nicht kenne, jetzt abgesehen von meinen eigenen Studierenden. Jetzt weiß ich nicht quasi, was so Ihre Studienbereiche sind. Kennt irgendjemand von Ihnen oder hat irgendjemand von Ihnen schon mal den Begriff Flipped Classroom gehört? Hm? Also doch. Keine Sorge, Sie müssen es jetzt nicht erklären. Also insofern, ja, ich finde, es ist ein ganz, ganz spannendes Konzept, sage ich jetzt einmal. Mein Fokus zugegebenermaßen war jetzt nicht die Volksschule oder Pflichtschule, wenn wir es erst bei der Kollegin Wenhoder gehört haben, sondern nachdem ich in der Hochschule tätig bin, habe ich das jetzt natürlich mehr fokussiert auf die Hochschule und auf die Hochschuldidaktik. Nachdem Sie aber Studierende, Lehrende bei uns im Haus sind, hoffe ich, dass wir da vielleicht durchaus in einen Diskurs kommen zu dem Thema Flipped Classroom, inwieweit Sie das jetzt als Chance, als Möglichkeit, aber auch mit den verbundenen Gefahren sehen. Ja, vielleicht ganz kurz als Erklärung, es ist auch, glaube ich, noch nicht erklärt worden. Und Flipped Classroom hat natürlich Videos als großes Thema. Diese Veranstaltung hier wird auch live gestreamt im Video, im Internet. Das heißt, alles, was Sie hier jetzt sehen, die Kollegen, die vorher präsentiert haben, können Sie auch im Nachhinein immer noch hier auf YouTube sehen. Also auch das nur als kleiner Hinweis. Gut, ja. So ganz kurz zum Aufbau und ganz kurz, was ich mit Ihnen quasi in diesen 20 Minuten besprechen möchte, wobei das immer durchaus auch als Dialog sehe. Grundsätzlich möchte ich ein paar Worte sagen zur Grundidee von Flipped Classroom, dann auch so ein bisschen die Unterschiede aufzeigen, exemplarisch aufzeigen zur klassischen Lernform oder Lehrform. Vor- und Nachteile, das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld, auch da nur exemplarisch können wir ein paar Dinge ansprechen. Einsatzmöglichkeiten, wo macht es Sinn, gibt es Dinge, wo das vielleicht überhaupt keinen Sinn macht, so ein bisschen den Ablauf zu besprechen, weil der ist bei Flipped Classroom doch etwas ungewöhnlich, sage ich jetzt einmal. Was brauche ich? Auch so, welche Ressourcen brauche ich, damit ich das durchführen kann? So ein paar wichtige Hinweise meinerseits. Und dann auch so ein gemeinsamer kurzer, das wäre so die Struktur, die ich in 20 Minuten irgendwie elegant durchpeitschen möchte. Ja, zur Grundidee. Flipped Classroom, Sie kennen das aus Ihrer Schulzeit. Jeder von uns hat viele, viele Jahre in der Schule verbracht. Sie kommen irgendwie in die Schule, eignen sich dort irgendwelche Kenntnisse an und dann klassischerweise hat man irgendeine Hausaufgabe, wo man quasi das noch einmal vertiefen soll. Das ist so das klassische Bild, wie wir es wahrscheinlich alle in der Schule erlebt haben. Ja. Flipped Classroom hat eine komplett andere Struktur. Die gehen wirklich davon aus, dass die Lernenden sich vor der Präsenzphase vorbereiten. Das heißt quasi, die Hausaufgabe passiert, bevor ich
in die Schule gehe oder in die Hochschule gehe. Bei mir ist zum Beispiel jetzt immer so, heute hätte ich zum Beispiel klassischerweise unterrichten sollen, wie man längere Texte verfasst, Tierrichtlinien, Formatvorlagen in Word und pipapo. Das sind Dinge, die sich heutzutage eigentlich wahrscheinlich jeder im YouTube anschauen kann und aneignen kann. Da gibt es im YouTube ungeschaut ganz, 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 ganz viele Anleitungen dazu. Macht es dann noch Sinn, dass ich das jetzt da vorbete und die Studierenden brav da die Maus hin und her ziehen, quasi mir nachziehen? Oder ist es nicht eigentlich sinnvoller, dass die Studierenden, die Lernenden sich vorbereiten in einer Vorphase, sich quasi die YouTube-Videos mal anschauen in ihrer eigenen Geschwindigkeit, mit ihren eigenen Programmen? Und wenn sie dann die Präsenzphase haben, sprich, wo wir gemeinsam in der Gruppe arbeiten, dass man dann wirklich viel, viel mehr in die Tiefe gehen kann. Dass jetzt quasi die Präsenzphase nicht, verzeihen, wenn ich das so salopp ausdrücke, ein Nachschubsen der Maus ist, so wie es ich mache, sondern dass die Präsenzphase wirklich eine intensive Arbeitsphase, eine intensive Austauschphase ist. Deswegen, Flipped Classroom wird immer auch so als Kritikpunkt genannt. Ja, dann hat er die Präsenz, was mache ich dann in der Präsenz noch, wenn die Studierenden das Wissen eh schon sich vorher aneignen? Immer so im Hintergedanken, ja, wozu brauche ich dann eigentlich nur einen Lehrer? Das kann ich mir ja auch alles im Internet irgendwie aneignen, YouTube und dergleichen. Ich sehe jetzt Flipped Classroom als wirkliche Aufwertung der Präsenzzeit, wo ich sage, ja, das Nachstupsen, verzeihen, dass ich das immer so salopp sage, einer Maus, das ist jetzt nicht so die Challenge, sondern wirklich, wenn man jetzt intensiv im Austausch ist, wenn man wirklich Sachen andiskutiert, Zitierrichtlinien, da kann man ja durchaus ganz, ganz intensiv darüber diskutieren. Das kann ich dann wirklich in der Präsenzphase machen und nicht irgendwelche Tätigkeiten, die man durchaus auch sich selbst aneignen kann. Ja, also so mal ganz kurz die Grundidee. Mir gefällt die Folie sehr gut und das Bild sehr gut, deswegen habe ich es hineingegeben. Flipped Classroom hat natürlich auch so die Idee, jeder hat ein unterschiedliches Vorwissen, unterschiedliche Kenntnisse, Fähigkeiten. Wenn ich jetzt klassisch unterrichten würde, meine Übung, gibt es wahrscheinlich schon Studierende, die viel gemacht haben mit irgendwelchen Textverarbeitungsprogrammen, Formatvorlagen und dergleichen schon kennen. Und dann gibt es welche drinnen, die sich noch sehr, sehr schwer tun. Bei Flipped Classroom, wenn sich die Leute vorbereiten, hat natürlich jeder die Möglichkeit, sich wirklich das Wissen so anzueignen, wie er oder sie es braucht. Das heißt, in der Geschwindigkeit, wie er sie es braucht. Und auch natürlich mit den dementsprechenden Medien, die er sie bevorzugt. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und deswegen finde ich auch dieses Learning in alle Richtungen als ganz nettes Symbol, dass wirklich jeder quasi das Tempo verwendet, die Geschwindigkeiten verwendet, diese Tools verwendet, die er sie bevorzugt. Und das jetzt nicht vom Lehrenden, das klar vorgegeben wird. Ja, habe ich schon erwähnt, die Hausübung quasi vor der Präsenzphase. Hausübung ist irgendwie durch unsere Schulsozialisation immer verbunden, dass es eigentlich immer nachher ist. Wer hat das so irgendwie in Stein gemeißelt, dass das so sein muss? Also ich denke mal, das kann man durchaus einmal kritisch hinterfragen. Muss das so sein? Kann jetzt die Hausübung nicht eigentlich auch vorher sein? Auch schon bereits erwähnt, eignen sich Wissen selbstständig an. Da können wir nachher durchaus gern diskutieren, kann man sich jedes Wissen irgendwie so aneignen? Also da bin ich durchaus einem kritischen Hinterfragen sehr offen gegenüber. Und die Aufwertung der Präsenzphase habe ich ebenfalls schon erwähnt. Ich denke mal, das kennen wir alle, vielleicht auch jetzt so. Sie sitzen vielleicht darin und denken sich, so ein Schmarrn, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber Sie müssen doch irgendwie da sein, weil, ja, keine Ahnung, der Lehrende da ist oder Sie eine E-Mail bekommen haben, dass Sie hierher kommen sollen, wie auch immer. Wo man sagt, ja, kann man nicht irgendwie auch schneller Vorlauf oder so drücken, wie man es halt bei CDs oder Videos kennt. Ein deutscher Kollege, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, Christian Spannagel aus Deutschland, ist da ein sehr, sehr starker Vertreter von diesem Flipped Classroom-Konzept. Der unterrichtet an einer PH Mathematik und der betreibt das ganz, ganz stark. Der hat auch zum Beispiel für die Präsenzphase ganz neue Formate entwickelt, wo man sagt, okay, da bekommt die Präsenzphase auch ein ganz, ganz neues Aussehen.
Da gibt es zum Beispiel das sogenannte aktive Plenum. Das ist eine ganz, ganz spannende Sache, wo einfach dann die Studierenden, die Lernenden wirklich ganz aktiv mitarbeiten müssen. Ja, hängt auch ein bisschen von den Gruppengrößen zusammen. An der BH gibt es ja derzeit relativ wenig so klassische Vorlesungen, wo hunderte Leute drinnen sitzen. Das wird sich jetzt auch mit dem neuen Curricula sicherlich ändern, wo das wieder mehr wird. Wenn Sie an der Uni sind, gibt es natürlich auch Vorlesungen, wo ein Haufen Leute drinnen sitzen, wo man dann wirklich sagt, okay, den Inhalt, in dem Fall jetzt beim Kollegen Spannagel, den Mathematikinhalt, den kann man sich vorher wirklich per Videos aneignen und dann in der Präsenzphase dementsprechend aktiv mit dem Plenum diverse mathematische Probleme erörtern und diskutieren. Vor- und Nachteile, das mit der Aufwertung der Präsenzphase habe ich schon des Öfteren gesagt. Auch das individuelle Arbeiten ist bereits erwähnt worden. Eine intensivere Auseinandersetzung mit den Inhalten. Wie ich heute in der Früh hereingefahren bin auf die PH, obwohl es sehr, sehr bald in der Früh war, habe ich trotzdem schon ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich bin zum Beispiel sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und ich habe mir auch gestern vom Kollegen Spannagel noch ein paar Videos angeschaut, der meinte, er hat natürlich das Problem, wenn sich seine Studierenden diese Mathematikvideos irgendwo beim Bügeln, Häkeln, Kochen oder sonst irgendwo anschauen, ist es wahrscheinlich jetzt nicht ein wirkliches Anschauen und ein wirkliches Aneignen der Inhalte. Weil natürlich diese mathematischen Geschichten eine wirkliche Konzentration brauchen. Das heißt, da ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt Videos zur Verfügung stelle, inwieweit die Lernenden wirklich den Inhalt sich aneignen oder ob das jetzt quasi so ein Berieseln ist. Ich fahre jetzt an die BH, sitze irgendwo eine halbe Stunde lang in der Straßenbahn oder im Zug oder sonst irgendwo. Ist das jetzt wirklich eine Auseinandersetzung mit den Inhalten oder ist das mehr so ein Berieseln? Sprich, wenn ich nachher gefragt werden würde, kann ich jetzt nicht wirklich genau sagen, was in diesen Videos drinnen war. Auch da, was es Ihnen geht, Sie schauen sich ja sicherlich auch diverse Videos auf diversen Portalen an. Ist das jetzt wirklich, wo Sie sagen, okay, da muss ich mir Zeit dafür nehmen, da muss ich mal den richtigen Ort dafür wählen oder schauen Sie das in der Straßenbahn, im Zug, im Flugzeug oder sonst irgendwo an? Oder beim Bügeln oder beim Kochen oder keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nicht das Idealbild, das ich wahrscheinlich als Lehrender habe. Ist auch so die kritische Hinterfragen, ist es das Idealbild des Lehrens, dass jetzt quasi da der Lehrer draußen steht und wie Gießkanne im Prinzip das von sich gibt. Noch irgendwelche Wortmeldungen dazu? Wie gesagt, der Kollege Spannagel hat in Deutschland genau das Problem gehabt, dass quasi die Leute sich die Videos angeschaut haben und ich sage jetzt mal klassischerweise beim Bügeln oder beim Kochen oder sonst irgendwo und dann hat er eben festgestellt, die Leute sind froh über die Videos, aber sie eignen sich die Inhalte nicht wirklich an. Der Kollege draußen in Deutschland hat jetzt quasi zusätzlich zu den Videos, gibt er immer Arbeitsblätter. Das heißt, der gibt wirklich quasi Arbeiten mit, wo man sagt, okay, wenn du dir das Video anschaust, legst du dir das Blatt hin und die Arbeitsaufgaben quasi parallel machst du mit. Auch so ganz banale Dinge wie, er sagt den Studierenden, sie sollen sich Fragen überlegen für die Präsenzzeit. Sie schauen sich das Video an und sie sollen sich Fragen überlegen. Dann kommen die Studierenden ganz stolz zur Präsenzzeit, dann steht er drinnen und sagt, ja, welche Fragen habt ihr? Ja, die habe ich vergessen. Ja, das heißt, er hat zum Beispiel auch auf diesen Impulszetteln immer eine extra Rubrik, wo man Fragen notieren kann. Das heißt, Fragen, die jetzt während des Betrachtens des Videos, kann man da einfach jetzt auch nochmal dazu schreiben. Und quasi wirklich am mitnehmen zu der Präsenzphase. Die Zettel werden dann hingelegt und nacheinander abgearbeitet. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch ganz eine spannende Sache, dass man jetzt nicht nur die Videos zur Verfügung stellt, sondern dass man das Ganze auch mit diversen Impulsmöglichkeiten noch weiter versieht. Ja, Vor- und Nachteile. Es bedarf natürlich einer gewissen Medienkompetenz, sowohl des Lehrenden als auch des Lernenden. Wir müssen alle mit den Tools irgendwie umgehen können.
Jetzt sagen Sie wahrscheinlich, na, YouTube-Video anzuschauen ist jetzt nicht so die große Challenge. Auch das ist immer wieder eine Herausforderung. Ein Vor- oder Nachteil haben wir jetzt schon ganz kurz andiskutiert. Man ist ort- und zeitunabhängig. Das heißt, wenn man sagt, okay, die Präsenzzeit ist, keine Ahnung, sage jetzt mal 1.4., müssen sich quasi alle bis zum 1.4. die Videos ansehen. Ob der das jetzt am 30.3. macht oder am 1.3. macht oder wann auch immer, ist dann im Prinzip das dem Klienten überlassen. Auch wo er es macht, ist ja im Prinzip vollkommen egal. Ja, das wäre noch so ein kleines, dass man es im Prinzip eigentlich überall, und da haben wir, wie gesagt, zuerst kurz darüber diskutiert, dass überall zwar grundsätzlich möglich ist, ob es jetzt einen Sinn macht, ist eine andere Frage. Ich muss ein bisschen aufs Gas drücken. Einsatzmöglichkeiten. Dieses Konzept des Flipped Classrooms kommt eigentlich durchaus auch aus der Pflichtschule. Also das ist auch immer so eine Frage, kann man dieses Konzept auch in der Volksschule, in der Hauptschule, in der Mittelschule und so weiter einsetzen? Ist durchaus möglich. Natürlich auch in der Hochschule oder im tertiären Bereich kann man es natürlich auch einsetzen. Eine Geschichte, die sehr, sehr stark diskutiert wird, kann man jetzt Detailwissen vermitteln oder ist es doch mehr so von Grundwissen, das quasi vermittelt werden kann und soll? Kurzes Statement von Ihrer Seite, was glauben Sie, ist es mehr so Grundwissen, das ich jetzt mir aneignen kann, oder ist es wirklich Fachwissen, Detailwissen? Sowohl als auch? Das heißt, also zum Begriff Flipped Classroom, das bedeutet, die Schüler schlüpfen so ein bisschen in die Rolle des Lehrers oder in welche Rolle schlüpfen sie da? Nein. Die Lernenden sind nach wie vor Lernende. Die Idee oder das Grundprinzip ist, dass quasi die Hausübung vor der Präsenzzeit ist. Das heißt, die Lernenden eignen sich bestimmte Inhalte vor der Präsenzzeit an. Ja, Classroom oder Flipped Classroom. Also quasi deswegen zuerst auf den Kopf gestellt, das Bild von mir. Also quasi das, was normalerweise danach kommt, die Hausübung wird vorverlegt auf eine Vorphase. Man hört immer wieder, wenn man so die Literatur durchschaut, dass sehr, sehr oft Grundwissen über Flipped Classroom vermittelt wird. So die Geschichte wie zum Beispiel in meinem Fall Formatvorlagen in irgendwelchen Textverarbeitungsprogrammen. Das ist jetzt nicht super, super Fachwissen, sondern das ist einfach eine Standardgeschichte, sage ich jetzt mal. Jeder, der ECTL gemacht hat, kennt das. Auch etwas, das jetzt sehr, sehr stark in Mode ist, ich weiß nicht, ob Sie von diesen sogenannten MOOCs gehört haben, von diesen Massive Open Online Courses. Da wird sehr, sehr oft gesagt und teilweise auch ganz bewusst gemacht, dass diese Massive Open Online Courses eigentlich, sondern eigentlich. Das heißt, dass diese MOOCs eine Vorbereitung, diese Massive Open Online Courses quasi eine Vorbereitung sind für eine Präsenzzeit. Kennt jemand, Hand kurz, Hand hoch, wer kennt MOOCs? Okay, ein paar. Ja, ganz eine spannende Geschichte, wird derzeit sehr, sehr intensiv diskutiert in der Pädagogik. Ist sowas, was von Amerika rübergeschwappt ist. Natürlich leben wir alle in einer sehr, sehr ressourcen, wie soll ich sagen, sparsamen Zeit, und das wird auch im Bildungsbereich natürlich immer stärker diskutiert. Inwieweit können jetzt zum Beispiel solche Flipped Classroom Konzepte klassische, typische Vorlesungen, wie wir sie alle kennen, mit hunderten Studierenden ersetzen oder ergänzen? Mein Standpunkt ist der, und den habe ich jetzt zuerst auch schon gesagt, und das liest man auch so in der Literatur, dass es an und für sich kein Ersetzen sein kann, sondern eine Aufwertung der Präsenzzeit, wo man dann wirklich auch gemeinsam mit einer größeren Anzahl von Lernenden gemeinsam arbeiten kann. So. Ganz kurz zum Ablauf. Der Lehrende erklärt den Ablauf. Das klingt jetzt auch ganz banal. Ganz, ganz wichtig ist einfach da auch klare Regeln oder ja, Regeln aufzustellen. Es bringt nichts, wenn dann eine Präsenzphase ist und die Lernenden vorher nichts gemacht haben. Weil dann startet er wieder bei Null. Genau. Das heißt, das muss wirklich klar gesagt werden, Leute, ihr müsst die Sache vorher machen, ansonsten hat die Präsenzphase genau gar keinen Sinn und dann könnt ihr auch daheim bleiben. Das war zum Beispiel, und der Kollege Spannagel in Deutschland erklärt das auch immer ganz, ganz toll,
die Kollegen haben gesagt, na, wenn du das Konzept so machst, dann kommen ja die Studierenden nicht mehr zu deinen Vorlesungen, weil das sind auch keine Pflichtveranstaltungen. Er hat dann herausgefunden in seiner jahrelangen Praxis, dass die Studierenden eigentlich viel, viel mehr kommen. Weil sie natürlich schon interessiert sind, weil sie schon ein gewisses Vorwissen haben. Also so dieses Schreckgespinst, dass dann die Studierenden nicht mehr auftauchen zu freiwilligen Veranstaltungen, konnte da zumindest widerlegt werden. Auch ganz klar, Lernressourcen werden bekannt gegeben. Das ist bei Flipped Classroom sehr, sehr oft Videos. Das heißt, da werden sehr, sehr viele Videos eingesetzt. Muss jetzt aber nicht unbedingt Video sein. Können Audiofiles und diverse anderen Ressourcen genauso sein. Das mit diesen Zusatzaufgaben habe ich bereits erwähnt, dass einfach wirklich zusätzliche Arbeiten gegeben werden, die dann parallel, während sich die Studierenden oder die Lernenden sich die Videos ansehen, einfach parallel mit ausgefüllt werden. Der Kollege macht in Deutschland auch sehr, sehr viel, zum Beispiel mit Mobile Apps und so weiter, also wo auch so ein bisschen ein Gaming-Aspekt hereinkommt, wo spielerisch gelernt wird zusätzlich. Ja, kann aktiv gestaltet werden. Jetzt ganz kurz technisch, ich habe noch 2 Minuten. Was wird benötigt? Computer, wobei Computer auch, Sie haben alle Smartphone, Tablet, was auch immer, auch das ist ein Computer. Sage ich jetzt mal ganz kurz. Was ganz, ganz wichtig ist, Sie kennen das sicher ganz, ganz viele Videos auf YouTube und dergleichen. Wichtig ist bitte, wenn Sie selbst ein Video machen, achten Sie auf die Audioqualität. Für mich gibt es nichts Lähmenderes als wie ein Video auf YouTube, wo die Audioqualität nicht funktioniert. Deswegen habe ich auch allen Kollegen hier so ein Mikrofon gegeben. Wenn es herinnen hallen würde, wenn man die Leute nicht gut versteht, ist das extrem unangenehm als Zuhörer. Ich weiß nicht, wie Sie das miterleben, aber ich finde das immer extrem störend, wenn man die Leute nicht gut hören kann auf einem Video. Deshalb. Das Auge verzeiht viel mehr als ja. Das Ohr, das weiß man ja aus Wahrnehmungsstudien. Genau. Ob der jetzt, keine Ahnung, nicht angezogen ist oder nicht, ist jetzt mir vollkommen egal bei solchen Geschichten, sondern da geht es wirklich um die Audioinformation primär. Und deshalb Audio ganz, 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 ganz wichtig. Wenn Sie selbst Videos machen, dann müssen Sie auch nicht, ich meine, das ist jetzt ein 700-Euro-Mikrofon, das muss man jetzt natürlich nicht investieren. Es gibt wirklich ganz, ganz einfache, billige Mikrofone, kosten, keine Ahnung, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, aber bitte verwenden Sie ein Mikrofon. Ganz, ganz wichtig. Verwenden nicht das eingebaute Mikrofon bei irgendwelchen Tablets, Notebooks und dergleichen. Das ist schrecklich, weil da hören Sie die ganzen Tippgeräusche und so weiter und so weiter. Ja, eine Kamera, falls benötigt, wenn jetzt da quasi auch Bild mit aufgenommen wird, ansonsten irgendein Screencast-Programm, wo quasi der Bildschirm mit aufgenommen wird. Das ist jetzt hier leider ein bisschen verschoben. Ganz, ganz wichtig, das Video muss nicht... Na, der Christian ist ja nicht mehr da, kann ich sagen, Kollege, Videokollege. Das Video muss nicht perfekt sein. Sie kennen das, das hat ja durchaus auch einen gewissen Charme, sage ich jetzt mal, das kennen Sie aus diversen YouTube-Videos, wenn irgendeine Katze durch das Bild läuft, ein Hund fängt zu bellen an oder was auch immer. Das Video muss technisch nicht perfekt sein. Ich habe nichts gegen technische, perfekte Videos, gar keine Frage. Sie kennen alle Hollywood mit ganz, ganz viel Budget, aber solche Videos, da geht es um den Inhalt. Ja, ob da jetzt, wie gesagt, einmal die Katze durchläuft oder ob Sie sich einmal räuspern müssen, da brauchen Sie ein kleines Video noch einmal machen. Also keine Sorge haben, da kann auch, das muss nicht perfekt sein. Tools. Kennt jemand von Ihnen Google Hangout? Hat er schon mal, wer hat schon mal ein Hangout, bewusst nicht ein Hangover, sondern ein Hangout ausprobiert? Ja, das dachte ich mir, dass das schon mehr Leute kennen, aber Hangout 4 Leute, okay. Das ist zum Beispiel, alle, die ein Android-Handy haben, haben wahrscheinlich auch einen Google-Account, alle, die Gmail-Adresse haben, haben einen Google-Account, da können Sie Hangouts machen. Das, was wir jetzt hier machen, ist ein Hangout on-air. Das heißt, alles, was ich da jetzt von mir gebe, wird live on-air über YouTube gestreamt und aufgenommen. Kostenlos. In 1080, also in Full HD. Das heißt, da brauchen Sie jetzt keinen Satelliten mieten um 50.000 Euro für 3 Minuten oder so, sondern das geht wirklich ganz, ganz einfach und kostenlos. Einfach mal ausprobieren. Google Hangouts, da, es tut nicht weh. Sie können natürlich auch, wenn Sie etwas am Screen herzeigen wollen, diverse Screen verwenden. Für Apple gibt es, keine Ahnung, QuickTime Player. Für Windows-Geräte gibt es Cam Studio. Es gibt Open Broadcaster Software, da gibt es ganz, ganz viel. Auch ich mache das so wie der Kollege zuerst, das ist alles kostenlose Software.
wenn möglich sogar Open Source. Ja, wichtig noch einmal, das habe ich da hier jetzt noch, auch noch mal dazu geschrieben, Audio. Also ganz, ganz wichtig, bitte investieren Sie ein paar Euro in ein Mikrofon. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wenn Sie ein Video selbst machen und gemacht haben, wo stelle ich das zur Verfügung? Gibt es die klassischen Videoportale? YouTube brauche ich jetzt nicht erwähnen, Vimeo oder was auch immer. Sie können es auch auf einen eigenen Blog stellen, sofern Sie genügend Speicherplatz dafür haben. Klassischerweise gehen natürlich die meisten Leute mal, sage ich jetzt mal, auf YouTube rein. Da kann man jetzt schimpfen über Google, aber Fakt ist, das wird natürlich sehr, sehr stark verwendet. So, und nachdem ich die Zeit eh schon mehr überschritten habe, hier habe ich nur ganz kurz zwei Links hergegeben, wenn Sie sich mehr dafür interessieren. Die Folien gibt es dann auch sicherlich irgendwo im Netz, hoffe ich. Ich stelle sie sonst auch auf meinen Blog und auch auf YouTube finden Sie dann den Hinweis darauf. Apropos ein Hinweis, noch ganz kurz, wenn ich darf, Elisabeth, aber ist glaube ich auch in deinem Sinne. Wenn Sie irgendwas verwenden, achten Sie bitte immer auf die Copyright-Situation. Es gibt das Copyright und wir müssen uns alle daran halten. Ja, also das heißt, wenn Sie irgendwas verwenden, bitte achten Sie darauf, dürfen Sie die Musik verwenden, dürfen Sie Bilder verwenden und dergleichen. Einfach im Hinterkopf. Gerade wenn Sie Videos vertonen, darf ich den Sound verwenden, darf ich die Soundeffekte verwenden und so weiter und so weiter. Noch so als kleines, als kleiner Hinweis. Übrigens auch das Vorzeigen von YouTube-Videos in der Klasse, sofern es eine Standard-YouTube-Lizenz ist, ist verboten. Deswegen habe ich auch keine YouTube-Videos hier gezeigt. Das ist Das ist natürlich dann kein Problem. Ja, gibt's, also bei YouTube gibt es zwei Lizenzen, YouTube Standard-Lizenz und Creative Commons. Das nur so als Nebenschauplatz, weil natürlich, wenn wir uns mit Medien bewegen, auch die rechte Frage immer ein großes Thema ist. Gut, gibt es irgendwelche Fragen? Hoffentlich nicht, weil dann kann die Kollegin gleich anfangen. Nein. Genau, du stöpselst um. Und irgendwelche Fragen? Oder schweigen Sie auf ewig? Nein. Keine Fragen? Meine Erfahrung bezüglich Inverted Classroom. Jetzt stecke ich nicht mehr dran, jetzt tue ich mir ein bisschen schwer. Ich versuche einfach auch bei den Studierenden immer wieder vor der Präsenzphase schon Dinge und Materialien herzugeben, die sie sich in Ruhe vorher anschauen können. Sprich, dass man, wenn wir wirklich zusammenkommen, die Präsenzzeit anders nutzen können, intensiver nutzen können, aktiver nutzen können. Gibt genau. Also klassischer Fall, eben wie ich zuerst erwähnt habe, irgendwelche Formatvorlagen. Ich denke mal, das brauche ich jetzt. Oder ich weiß nicht, haben Sie Ihren Terminkalender aufs Handy irgendwie gebracht von PH Online? Ich habe dazu auf YouTube ein Video hineingestellt. Keine Ahnung, 500 Studierende. Wenn ich das jedes Mal erzähle, ist das sehr mühsam. Das mache ich einmal und die Leute können sich das selbst aneignen. Ja. Es sind meines Wissens immer Insellösungen. Also es gibt kein flächendeckendes Konzept. Es gibt immer wieder Kollegen und Kolleginnen, die quasi initiativ sind und das einsetzen, aber ich wüsste jetzt keinen Bereich und selbst im Hochschulbereich, in dem ich jetzt quasi zu Hause bin, könnte Ihnen jetzt nicht konkret sagen, dort wird es flächendeckend eingesetzt. Ich weiß, dass es... ist die Frage, wie Sie jetzt quasi den Erfolg definieren wollen. Das ist kein Problem. Und besonders eben mit diesen Spickzetteln, sage ich jetzt einmal. Also ohne denen ist manchmal nicht einfach, was ich so gehört habe, aber diese Spickzettel sind wirklich etwas, wo man die Leute auch so ein bisschen am roten Faden hält. Es ist natürlich auch für die Lernenden eine große Herausforderung. Das sind sie normalerweise nicht gewöhnt. Sie sind normalerweise gewöhnt, so wie jetzt da, einer redet und die anderen lassen sich berieseln. Das ist so das Klassische, wie wir es, keine Ahnung, 10 Jahre lang in der Schule erleben. Gesagt jetzt. Das ist auch, sich vorher etwas anzueignen, ist einmal eine Herausforderung für Lernende, selbstständig etwas anzueignen. Also die Auseinandersetzung erfolgt erst, nachdem der Impuls erfolgt ist, in unserer Kultur.
zuerst im individuellen Lernen liegt und dann erst tauscht man sich aus. Was ja eigentlich vom Lernen, das ganz natürliche wäre. Jetzt beschäftige ich mich einmal mit was, dann habe ich ein gewisses Wissen mir angeeignet und dann teile ich es mit anderen und schaue, können wir uns da irgendwie einigen auf ein gemeinsames Verständnis. Das ist ja der Riesenunterschied. Und so geht man aus von einem vorgebrachten Wissensinput, den zwar auch nicht alle gleich verstehen, klarerweise, wenn jeder versteht was anderes drunter. Und dann kommt es aber nicht mehr wirklich zum Teilen dieses Wissens, weil dann ist man ja wieder bei einem anderen Thema. Dann, die Nachbereitung ist dann im Alleingang, also man konstruiert dann alleine dahin im eigenen Hirn. Und das nächste Mal, wenn man wieder beisammen ist, geht es um ein anderes Thema. Also bei dieser nachbereitenden Arbeitsweise. Und zu Ihrer Frage, also ich habe da eher andere Erfahrungen und kenne das Problem, dass die Vorbereitung ein Riesenproblem ist. Dass das die meisten nicht machen. Ja, weil unsere Kultur eben eine andere ist. Wir sind in der Schule so sozialisiert, dass man das, was der da vorne steht, der sagt uns, wie das geht. Und so machen wir das. Und da sind wir irgendwie, aber man hat so Befehlsempfängerkultur und nicht wirklich eigenständige, eigeninitiative, kreative Kultur, wo wir das selbst einmal in Angriff nehmen. Zum Unterschied vom amerikanischen Bildungsraum, wo das, wie ich mir sagen habe lassen, recht gut funktioniert, aber die haben ganz anderes Umfeld, also die zahlen auch für die Bildung entsprechend, also da sind ganz andere Rahmenbedingungen, dort funktioniert das schon, aber in unseren Rahmenbedingungen ist es schwierig. Wir sind also die Schule sehr oft auch negativ konnotiert ist. Zumindest die Kolleginnen der Klasse. Also da muss man so kritische Herde schaffen, wo es von dem aus das sie verbreiten kann. Aber als Einzelperson in einer Klasse, wo viele unterrichten, das ist gut zu überlegen, wie man das wirklich macht. Also da ist das Scheitern aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen in gewisser Weise klärlich. Also sie ein paar ins Ziel zu holen und gemeinsam das zu machen, das würde ich sehr gut. Kennen Sie es nur aus Erfahrungsberichten oder aus Erzählberichten von meiner Tochter auf der Germanistik in Wien und von meinem Schwiegersohn von der Technischen Hochschule? In beiden Institutionen, und zwar vollkommen verschiedene Settings. Das eine ist Deutsch als Zweisprachen, also Deutsch als Fremdsprache, das andere ist Elektronik, Chip. Dort wird so gearbeitet, haben wir beide erzählt, aber mit einem ungemeinen Beurteilungsdruck. Das heißt, am Ende dieser Präsenzphasen werden dann Leistungsfeststellungsthemen relevant und dann geht es ganz einfach. Natürlich kann man mit Angst operieren. Aber lernpsychologisch. Von zwei verschiedenen Settings und mit ähnlichen Anlagen habe ich das so erzählt bekommen. Habe ich erregt. Also, das wissen die Beurteilung. Ja, aber ganz gewöhnlich. Da wird Druck gemacht, natürlich. Also, ich habe das jetzt sehr harmlos formuliert, mit dem drastischen Druck.
sicher, dass das Inverted Classroom-Konzept ist oder ob das 7 im ersten Semester ist. Nein, da geht es um die Laborgeschichten, aber da geht es schon nein, das war jetzt nicht um. Nein, nein. Es gibt alle Facetten. Ich wollte nur sagen, dass es kann oder wird auch dann so benutzt. Um diese Leistungsfeststellungsthemen. Und zwar von Seminar zu Seminar. Wobei über die Notengebung oder die Leistungsfeststellung da noch gar nichts gesagt ist. Also nein, das nur das Anleiten. Ich glaube, dass man die Leistungsverstellung gar nicht so unbedingt dass in den Vordergrund setzen muss, wenn man die Vorbereitungsphase in die Gruppe einnimmt, dass die Teilnehmer dann in ihren eigenen Erfahrungen entwickeln können, damit man automatisch eine Motivation steigen sollte, damit sie von sich aus wollen, weil wo ist das reingeprügelt wird, von dir aus. Oder wo es reingesaugt wird, bleibt drin. Damit man da einen gewissen Ansatz haben, was er vorhin ist. Der zweite Punkt ist, wenn man dann im Unterricht, in der Nachbereitungsphase, das jetzt nur so, dann ist es eigentlich ein bisschen der Runde präsentiert und nicht in so einen Beitrag bringen. Es geben sich nicht alle immer die gleiche Größe, die kommen also was wir wissen. Irgendwann kann es eigentlich nur ein wichtiger Punkt, für mich, ich benutze so etwas Ähnliches, das in der Klasse gezeichnet wird. Nur das in den Bereich. Aber ich glaube, der Ansatz geht in die Richtung, die richtige Mischung. Unser Problem ist immer, es schwingt immer von einer Seite des Bandes auf die andere Seite. Heute das Band ein bisschen schneller und lassen wir es im melodischen Bereich schwingen, dann haben wir einfach viel mehr Effekte. Ich glaube, das mit der Note reindrücken ist eine Möglichkeit. Geht aber natürlich von höheren Bereich. Im Pflichtschulbereich, da werden es wahrscheinlich wirklich einen großen Faktor draus bringen. Ich nutze das für den Erwachsenenbildungsbereich so ähnlich, da wird es im Prinzip aber vorgesprochen, manches, da müssen Sie im Prinzip das Ganze nacharbeiten und begründlich die Theorie, was vorher irgendwo aufspuckt, in der Praxis umsetzen. Und da müssen Sie das nur hochladen, dann wird das in der Klasse diskutiert, wenn es jeder in der Klasse ist. Und da kann man so einen Beitrag. Da stelle ich was rein und muss man das erklären. Und das war der Fehler. Wenn man sich vorbereitet, dann war das sehr wichtig. Wobei natürlich auch da der Druck da ist. Wenn Sie sagen, er muss das abgeben, dann ist es auch ein klares Kriterium. Gut, aber ich komme mit zu deiner Noten, sicher, da kommt man mit zu einem Punkt, aber wenn man es da Kompetenzsystem ist, dann. Ja, nee, aber ist im Prinzip auch ein gewisser Notendruck, sage ich jetzt einmal. Ich sage jetzt nur ein Gen, weil das ist nur eine Teilung, das ist nicht wirklich die große Partnernote. Der wesentliche wichtige Punkt ist, dass es eine verlegte Klasse und was ist, ist im Prinzip ziemlich erwähnt mit dem. Wenn man sich alle von unterschiedlichen Regionen zusammengeschaltet hat und spürt auf dem gleichen Wettbewerb und der kriegt da entsprechend das hochgeladen und der muss das dann erklären. Und damit muss er was sagen, der kommt sowieso nicht. Das ist nicht zulässig. Wenn er so die Hochlitz, dann steht er lieber rein und muss er das erklären und muss er doch hier in die Praxis umsetzen. Und da tut er sich schwer. Ja, noch irgendwelche Meldungen? Ansonsten? Darf ich quasi nahtlos weitergeben? Auch das Mikrofon. Nein, ich glaube nicht. Lass uns herbei. Ich wollte jetzt dazu gepredigt. Der Ton ist ganz wichtig. Ich habe mir gedacht, der Raum ist so klein, da brauche ich das nicht.